Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich den Artpack Y2K 23 Jahre auf meinem Fass. Und ja, Y2K, ich weiß nicht, diejenigen, die alt genug sind, sich noch an das Y2K-Virus zu erinnern. Das ist so ein bisschen hier gemacht, man sieht hier so ein bisschen verschoben. Vielleicht kommt ja das Y2K-Virus durch diese Flasche, durch den Bildschirm zu Ihnen. Ja, oder auch nicht. Also, ja, da geht es um das Jahr 2000 und 2000 war eben an Silvester, wir hatten alle so Bedenken, oh mein Gott, was passiert, wenn das Datum umschlägt und irgendwo die Speicher bei vielen Computern nicht dafür ausgelegt waren und für allen Computern, fast allen Computern, es gab glaube ich irgendeine Wetterstation oder irgendwas, was wirklich nicht ausschlaggebend war. Die Leute hatten Angst, dass Atomkraftwerke in die Luft fliegen oder was auch immer. Ne? Und ja, ich packe einfach mal aus. Vielleicht mache ich einen Fast Forward, weil das ist schon sehr gut verpackt. Da sind wir und die letzte Verpackung, die Geschenkschachtel, andersrum, geht hier auf und hier sieht man dann schon, ja, das ist alles hier so ein bisschen kryptisch, Y2K-mäßig gemacht und hier auch die sind alle hier so ein bisschen a glitch in the Artware, Hardware, Software, Artware von Artback. Ja, aber es geht eigentlich nicht um diesen, ja, Software, um diese Datumsumstellung, diesen Y2K-Virus, sondern es geht eigentlich im Februar 2000 ist nämlich das Artback Committee gegründet worden. Und ja, Artback hatte ja Probleme im Ende des 20. Jahrhunderts, ist dann geschlossen worden und verkauft worden. Ich glaube, nochmal verkauft worden, wo es dann jetzt bei Glenmorangie und dann wurde Glenmorangie an Louis Vuitton Moët Hennessy verkauft, ist es gut aufgehoben. Also aus Artback wurde eine ganze Menge gemacht. Schlimmste hätte passieren können, dass sie irgendwo von einem Blender aufgekauft werden und dann müssen sie irgendwie rauchigen Whisky für einen Blend herstellen. Kennt keiner mehr, aber Artback ist von einer hinterwäldlerischen Brennerei zu einer sehr bekannten hinterwäldlerischen Brennerei geworden. Sehr schöne Story. Und im Februar 2000 hat sich dann eben das Artback Committee gegründet und ihr Ziel ist es, möglichst mit Fans zu engagieren sich und Artback zu Erfolg zu verhelfen, damit die Brennerei möglichst nie wieder schließen möchte. Mittlerweile hat das Artback Committee 180.000 Mitglieder aus 130 Ländern. Also die sind mit ihrem Artback Committee sehr, sehr gut unterwegs. Also dass Artback irgendwo jetzt schließen müsste, dass die Wahrscheinlichkeit ist extrem niedrig. Sie haben gerade erst ihren Output verdoppelt von ihrem alten Stillhouse. Haben sie ein neues Stillhouse gebaut mit doppelten Output. Wobei sie vorher schon in den Jahren haben sie ein bisschen Streamlining gemacht und ja die Downtime etwas reduzieren können. Und da haben sie auch schon mehr produziert. Früher war ja Artback immer so bei, knapp unter einer Million, dann kam eine Million und haben dann hochgebaut bis, glaube ich, 1,4 Millionen und jetzt produzieren sie so 2,5 und Ziel, glaube ich, werden sogar noch ein bisschen mehr sein an der Stelle. Also die haben eine ganze Menge gemacht und man produziert jetzt ganz viel Artback mehr und das auch schon seit ein paar Jahren. Also mittlerweile dauert es nicht mehr so lang und wir werden dann hoffentlich ein bisschen auch die Entspannung bei Artback sehen, weil sie dann einfach mehr gelagerten Artback haben und nicht mehr so rar verkaufen müssen. Genau, ja, bisschen viel geredet gerade eben. Jetzt probieren wir mal die Glitch in the Artware. Ja, ich mag das Marketing von Artback, die sind immer ein bisschen verspielter. Ja. Oh, Wahnsinn. Also erstmal 23 Jahre, dafür ist er wirklich, wirklich rauchig. Also er fühlt sich jetzt nicht mehr an wie 45 oder 50 ppm. Er fühlt sich jetzt eher an wie so 30, 35. Aber schon, man
Ich würde ihn definitiv zu einem stark rauchigen Whisky veranschlagen. Er ist ein bisschen voluminöser. Man hat ja bei Ardbeg, nicht dass die anderen nicht voluminös wären, aber man hat ja so ein bisschen diesen Mentholcharakter. Der rückt ein bisschen in den Hintergrund. Also dieses Frische von Ardbeg. Ich probiere nicht so oft Menthol, also ich hätte es jetzt eher mit Minze verglichen, weil ich das doch echt mehr probiere, Minze, oder mehr genieße. Und diese Kräuter, die man hier hat mit der Minze und so, die sind etwas im Hintergrund, mehr, komischerweise mehr Rauch und mehr Eiche und Erde, würde ich immer sagen. Mmh. 46%. Mmh. Schöne, angenehme Trinkstärke, aber mit Kraft. Mmh. Also wirklich, das, was ich vorher so ein bisschen schon so gerochen habe, so ein bisschen erdig, Kraft, das ist voll im Geschmack. Also das ist man merkt definitiv, 23 Jahre hinterlassen große Spuren. Der ist würzig, der ist eichig, erdig, mit leicht zartbitteren Geschmäckern. Ganz im Hintergrund hat man noch dieses Frische, was man von Ardbeg so ein bisschen kennt. Und, was man von Ardbeg auch sehr gut kennt, ist Süße. Also Bourbonfässer fühlen sich First Fill an. Oloroso, dieses Fruchtige, was an Süßes erinnert, ist ein bisschen im Hintergrund. Oh, aber ein schöner Whisky. Hat natürlich auch seinen Preis. Die Flasche gibt es zurzeit für 748 Euro bei whisky.de zu kaufen. Wenn man es vergleicht, der ist ja dann irgendwo ein bisschen im Price Range von dem 25-jährigen Ardbeg, dann ist er eigentlich gar nicht so teuer, weil der 25-jährige Ardbeg, der ist, ich weiß nicht, ob er immer noch über 1000 ist, um die 1000 rum, würde ich mal sagen. Vielleicht hat er mittlerweile 50 Euro nachgelassen. Aber es ist ein teurer Whisky, aber auch wieder mal, wie man es kennt von Ardbeg, ein sehr guter Whisky. Ja, das soll es mal gewesen sein mit meinem Review zum Ardbeg Vintage Y2K. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.